Nein, nehmen wir jetzt die Kerzen mit? Wir wollten doch mal die. Scheiße, es war Valentinstag. Du wolltest doch. Wolltest du eine Valentinstag? Oh, ja, das war unser Plan. Egal, heute ist die Valentinstagsfolge. Und die kommt wahrscheinlich, keine Ahnung, Mann. Egal. Machen wir heute Valentinstagsfolge. Hey ho und willkommen zu einer weiteren Folge von Phasmophobia zusammen mit der phasmophantastischen Random L. Da ist sie. Du hast einen anderen Avatar gerade drin, gehört sonst. Ja, stimmt. Siehst wieder aus wie... Echt? Ich hab keine Ahnung. Du hast normalerweise die mit den kurzen Haaren. Ich hab irgendwas gesagt, warum, aber ich weiß es nicht mehr. Weil du Profi jetzt, glaube ich, bist, ne? Hast du dich auch äußerlich verändert? Du bist ein Profi. Ich hab damals bestimmt irgendwas Schlaues deswegen gesagt, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Wir sind übrigens auch Level 10 und 8. Psst. Ja. Weg hier. Ja. Wir dürfen jetzt alles machen. Wir sind volljährig. Wir sind 18! Yeah. Also warte, Art des Geistes, Geister-Event. Es ist... Räucherstäbchen und Hatten wir den Vater von Robert schon? Ich weiß, Michael Williams. War das Williams Robert? Robert. Ja. Okay. Robert Williams. Michael Jackson. Ich warte immer noch auf Michael Jackson. Michael klingt wie sein Vater. Wohl auf Gruppen als auch an... gut. Also es ist Bums, ob wir zusammen sind oder nicht. Keine Taschenlampe? Keine Taschenlampe. Keine Taschenlampe. Ich hab's schon oft ohne Taschenlampe überlebt. Ja, du. Und wie zu den... Muss wir man haben nicht, vier Kerzen. Müssen wir nicht ein Feuerzeug dazu noch mitnehmen? Dann lass ich mal G. Mach mal einfach deine Kerze kurz an. Drück mal F. Geht es bei dir auch ohne Flashlight? Okay, gut, ich kann sie... wie habe ich sie angezündet? Das Feuerzeug wieder da lassen. Ich sie nicht. Ich bin dahin. Und auf einmal hat sie angezündet. Das ist so eine dumme Idee. Das hätte so eine Weihnacht... Ja, wir sind jetzt so... Ich sehe gar nicht! Schwörer. Feinde. Oh mein Gott. Ja, gar nicht. Das war eine sehr... das ist doch das Haus vom letzten Mal. Also von der Aufnahme, die wir hatten. Ah, ja, stimmt. Ich war da hier drin. Achso, wir sollten aber mit Dingen... Ja? Okay, du läufst mit Kerze und ich mit Thermometer. Wir brauchen Thermometer. Ah, stimmt. Okay, ja, gut. Wenn er mir gleich ins Ohr... Hocht, dann habe ich ein Problem. Oh, gehen wir wieder in den Keller als erstes. Warte, hier ist auch noch ein Raum. Was ist das hier? Ah, nur ein Klo. Guck mal, da ist eine Kerze. Ja. Gehst du voraus mit dem... Ja. Mit der Kerze. Oh mein Gott, das sieht so mega aus. Ich sehe einfach gar nicht. Ah, hier. Okay, gut. Wehe, du gehst in diesen Schrank. Ein bisschen verlockend ist es ja schon. Déjà-vu. Thomas! Jetzt kannst du es ja rufen. Jetzt ist es kein Thomas. Ah! Ich glaube nicht, dass er hier ist. Wir können wieder gehen. Natürlich, es ist nicht Thomas. Der wird dann nicht im Keller sein. Ich find's auch lustig, Thomas einfach Kellergeist. ich glaube, der reagiert aber auch Leute, die zusammen sind. Ne? Also. Ja. Da kann ich auch kurz mal. Was, ihr müsst uns bist du da? Tun. Bist du da? Okay. Ist auch eine schöne Challenge, oder? No Flashlight Challenge. Wir sollten mal so eine komplette No Lights Challenge machen. Irgendwann, wenn wir so Profis sind in einem Haus. Wenn wir Profis sind. Wird nie passieren. Wenn wir so ein Haus richtig. Wenn wir ein Haus beherrschen. Uja? Ist das Uja? Nee, das ist ein Magazin. Telefon! Wo ist das Telefon? EMF. Wieso ist es hier 22 Grad? Es ist echt warm hier oben. Es muss ja nicht immer freezing temperature sein. Ah! Das Licht ist aus. Ja. Ich brauch dich. Ich bin da. Warte mal ganz kurz. Genau. Ich hab auch eine. Bist du da? Nichts erkannt. Bist du da? Ich muss erstmal Licht wieder anmachen. Warte, hier ist ein Schlüssel, glaube ich, gerade, oder? Hier ist ein Schlüssel. Hey, warum gehst du raus? Ich wollte dir nicht warten. Komm. Wo war nochmal das zum Anmachen? Unten. Echt? Ja. Ah ja, stimmt. Ich bin da. Ich such das Ding. Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Es ist nicht hier. Hä, aber es war doch letztes Mal hier. Es ist doch gar nicht hier im Keller. Das war beim Auto. Es ist oben im Wäscheraum. Oh mein Gott, man sieht einfach gar nichts. Gar nichts, ich schwöre. War das nicht da rechts? Da war doch irgendwo ein Auto hier. Ja, genau. Ja. Ach so, stimmt. Es ist übrigens ja kein Gin dann, ne? Es ist nicht da. Ah, hier. Hä? Da ist der Kasten. Bist du da? 15 Grad. 12 Grad. Bist du da? 11 Grad. Nichts erkannt. Ah, der müsste hier irgendwo sein. Der ist hier. Er ist hier! 10 Grad. Knochen!
Was ist denn das für ein Geräusch? 12 Grad. Weiß ich nicht. Er hat hier irgendwas angemacht. Du hörst es auch. Er hat den Fernseher angemacht. Guck mal, wie cool. 6 Grad, er ist hier. Oh mein Gott, wie cool. Meine Kerze ist ausgegangen. Warte, komm mal her, kannst du kriegen. Probier sie mal anzumachen. Drück mal F und so an meiner Kerze. Ich halte sie dir hin. Das sieht so dumm aus. Das sieht so dumm aus. Hä, aber wie hast du... Ich einfach nur oben. Gib mir deine... Okay. Geh doch nicht weg. Stopp. Okay, ich bleib stehen. Bewegen. Okay. Hä? Ja, okay, aber du hast dich auch die ganze Zeit bewegt. Reden in dem Raum. Bist du da? Behind me. Er ist hinter mir. Geil. Komm raus. Okay. Oh mein Gott. Wie geil. Ich liebe es, wenn die mit mir reden. Wir haben Geisterbox. Oh, wir hatten schon ewig keine Geisterbox mehr. Ja, wir hatten nur ein einziges Mal bisher Geisterbox. Es kann auch ein Dämon sein. Es kann immer noch ein Dämon sein. Ja. Ich nehme mal das Buch Kerze mit, ne? Kerze und EMF. Ich habe EMF mal noch dabei. Komm, mal eine komm, schnell, schnell. Weil wir haben ja eigentlich nur 2 Minuten. Ich hoffe nicht, dass die 2 Minuten schon um sind. Ja, die sind schon vorbei. Ah, okay. Die ja, gut, gut zu wissen. Du bist hier? Ja. Yo, Bro. Ich weiß, du warst hinter mir. Wie wär's mal, wenn du hier reinschreiben würdest? Schreib rein! Er ist hier. Schreib bitte ins Buch! Komm, komm raus hier wieder. Falls es ein Dämon. Guck mal, der hat hier auch die Sachen umgehauen. Merk dir mal Poltergeist, weil er hat sehr viel gemacht. Es könnte gut Poltergeist sein. Komm. Aber diese Sachen umgehauen hat auch Thomas letztes Mal. Und der war Jura. Nee, aber Telefon hat geklingelt, Fernseher ist angegangen. Achso, ja. Es ist sehr viel mehr. Weißt du noch, wo der Knochen war? Unten, oder? Ja, ich weiß es. Nein, der war nicht unten. Ich habe Videokamera gerade mit. Oder das, ja. Das brauchen wir sowieso. Ich stell die mal da in dem Raum rein. Aber wir müssen da halt auch das Licht dann ausmachen, gell? Haben wir jetzt eigentlich schon ein Geister-Event? Nein, haben wir nicht. Okay. Das zählt nicht als Geister-Event. Der Typ hat Behind gesagt. Guck, ist schon wieder ausgegangen. Mit dem Docht, wie heißt das Ding? Oh mein Gott, wie cool! Yeah? Ja, gut, komm. Das ist richtig cool. Zeige dich. Wo bist du? Zeig dich. Bist du sicher, dass du das willst? Ja, für ein Foto. Oh Gott, er macht gerade... $10 weg hier. Hast du es gerade gesehen? Er hat gerade mit dem Fernseher hat geflimmert. Ja genau, weil er gesagt hat, zeig dich. Und er hat uns ein Zeichen gegeben. Ah, dann nehme ich mal die nächste Sache. Ja, wir sind noch voll bei Verstand. Wow. Okay, warte mal. J. Hey, wir sollten das öfters... Oh, guck mal, das ist neu. Da steht jetzt der Durchschnitt. Ja, es hat sich noch irgendwas geändert, aber ich habe vergessen. Ah ja, genau, wenn ich sterbe, geht deine Sanity runter. Oder wenn du stirbst, geht meine Sanity runter. Wieso denn das? Ja, weil jemand gestorben ist und das dich mitnimmt. Hast du eigentlich jetzt deine Kamera da aufgestellt? Ja. Ah, stimmt. Hätten wir gleich mal gucken können. Aber er hat das Licht da angemacht. Nicht, dass ich dir irgendwas... Ich will Knochen machen. Nicht, dass dir irgendwas passiert hier. Fingerabdruck! Fingerabdruck am Licht! Wo bist du hin? Hier war doch irgendwo der Knochen. Ja, der war doch unten, oder? Ah, nee, hier. Genau, mach mal ein Foto. Das sieht so aus, als hättest du überhaupt kein Foto von dem gemacht, aber okay. Zeig dich! Nein, hör doch auf, sonst kommt er noch wirklich. Soll er doch. Kriegen wir mehr Geld. Achso, warte, du kannst ein Foto von dem Fingerabdruck machen. Komm mit. Es war nämlich hier an diesem Lichtschalter hier. Ja, aber ich sehe jetzt. Gut. Okay. Zählt? Ja. Yeah. Yep. Okay. Ja, Finger. Spirit, das Gespenst, guck, Poltergeist. Ich sag, ich call's jetzt schon, ist ein Poltergeist. Aber was ist denn dann beim Poltergeist? Ich guck grad. Geisterorb, ja, perfekt. Ist da das Licht an in diesem Raum? Geh mal. Gespenst ist es nicht, es ist keine Gefriertemperatur. Spirit wäre Geisterbuch. Ah, dann ist es Geisterorb oder Buch. Orb. Ich denke, oh, weil Buch. Na, der geht doch nicht alleine! Was, wenn dir was passiert? So. Das Licht ist aus. Nee, das Licht ist an. Guck, so. Zeig dich! Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, oh mein Gott! Boah, aber ey, wir sind richtige Profis. Ja, wir sind Profis, wir haben schnell rausgefunden, was das ist. Okay, jetzt glotz. Der Fernseher ist aus. Ich habe gesagt, zeig dich, und dann ist der Fernseher ausgegangen. Ah. Also entweder ist es Buch oder Orb. Das Buch liegt da. Bei Gefriertemperatur ist es nicht.
Vielleicht könntest du das Buch irgendwie dahin stellen, dass wir das auf der Kamera sehen. Ich kann ja noch eine Kamera nehmen dafür. ich glaube, er hat Strom ausgemacht. Guck, wir müssen ein Foto vom Geist machen. Ja klar, aber wenn wir erst wenn wir alle Beweise haben, weil wenn du den jetzt schon provozierst und der kommt, wird es ja schwieriger. Das heißt, wenn wir wissen, was er ist, können wir ja dann... Warte mal, soll ich Räucherstäbchen mitnehmen? Dann kannst du die Kerze so reinstellen, dass wir wenigstens ein bisschen Licht haben. Wir sollten eigentlich so 6 Kerzen aufstellen. So, ich versuche die Kamera aufzustellen, also nicht die zweite. Hier? Ja, ich bin noch da. Ich weiß nicht, ob das Schritte waren. Okay, wo willst du hin? Ja, Strom anmachen. Okay, komm. Ach, ist doch alles gut. Ich höre Schritte. Sind das unsere Schritte? Weiß ich nicht. Ja, der Fernseher ist auch wieder an. Die Kerze ist umgefallen. Könnt ihr... Oh, guck. Er wollte das Haus abfackeln. Die ist gerade vor mir umgefallen. Der wollte es abfackeln. Können wir noch irgendwie das Fernseher ausschalten? Ja, wenn du dran gehst, glaube ich. Okay, ich probiere es. Bist du da? Nee, es geht nicht. Meine Kerze ist ausgegangen. Oh doch, es geht. Ich musste auf die Fernbedienung drücken. der hat meine Kerze aufgemacht. Okay, dann warte. Hier, F. Kannst du sie auch selbst wieder anzünden? Ich hab sie einfach in die reingestellt. Vielleicht sehen wir ja einen Geisterorb, ne? Also. Nein! Warum machst du das Licht an? Ich hab kein Licht angemacht. Nein. Hä? Achso, vielleicht war das. Steht nicht das, so stand unbedingt. Das im Buch? Ist, nee, also vorhin nicht. Kannst du schnell switchen? Kamera. Switchen? Yep. Yep. Kannst du schnell switchen. Damit ich halt sehe, wie ich die Kamera positioniere. Hat er wieder Strom ausgemacht? Was? Er hat gerade die Kerze ausgemacht. Was hat er da jetzt schon wieder angemacht? Fernseher, Alter, was denn? Es läuft nichts im Fernsehen. Es läuft nichts Spannendes. Brauchst gar nicht zu gucken. Er hat ein Buch reingeschrieben. Du hast recht, Spirit. Du kannst ein Foto davon machen, oder traust du dich rein? Ja. Okay, komm. Moment, was macht denn ein Spirit so? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es auf einmal Geisterbuch wird. Aha, wenn er kommt, bist du einfach räuchern. Guck mal. Und weglaufen. Er liegt im Weglaufen Bild. Und räuchern. Was macht der? Du hast Räucherzeug ja dabei, gell? Also, ja. Ja, bist du dann Foto machen und ich räucher? Gut, dann komme ich nochmal kurz raus. Aber warte mal, das letzte Mal mit der Kamera warst du nicht so, Alles klar, gut, dann komm. Du kriegst beides hin. Hier, mach ein Foto davon. Ich habe doch ein Foto für den Geist. Oh, wir können ja jetzt provozieren. Melle, Melle, Melle! Hast du es gesehen? Ich habe gerade die Tür noch aufgehalten. Hast du mich gerade gerettet? Na, ich weiß nicht, ob das retten war. Ich höre nur eine Tür. Das kannst du in der Aufnahme sehen. Das war, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie wieder aufkriege. Michael, zeig dich! Oder Michael, zeig dich! Zeige dich! Wie haben wir das eigentlich jetzt angefangen? Michael, show yourself! Bist du da? Ich stelle jetzt ganz viele Kerzen auf. Haben wir eigentlich noch eine Kamera, Fotokamera? Hatten wir, aber ich habe sie vergessen mitzunehmen, weil ich vergessen, dass ich sie gekauft habe. Okay. Ich bin's nicht gewohnt, dass ich Dinge gekauft habe. Meine Versicherung. Ach so, na du stirbst schon, ey. Kein Bild mehr für meine Versicherung. Hör auf, meine Kerzen auszumachen. Er ist ja auch mal ein Unterschied. Ich hab ihn aus. Was? Du hast ein Foto gemacht? Ich komm mit und ich räucher und wir rennen weg. Okay, gut. Er ist behind me. Was machst du da? Geh da weg. Er sagt nur behind. Was hat er gegen meinen behind? Bist du da? Bist du da? Wo denn bitte? Da ist eine Wand behind. Was willst du an der Wand machen? Zeig dich. Wo? Du bist hier? Ja, dann zeig dich mal bitte kurz. Soll ich einfach mal räuchern? Zeig dich! Was hat er gesagt? Next und here, away. Michael! Michael! Geh weg! Geh weg! Oh
Gott! Ich hab sie! Also hier spricht er nicht. Noch nie was von der Haustürgesellschaft gehört? Bist du da? Er ist close. Er ist far? Was? Mir. Wo bist du? Far. Wherever you are. Zeig dich. Er ist also hier. Zeig dann dich. Dann räucher ich und wir gehen. Ich räucher. Okay, vielleicht klappt's ja. Wir sollten dann aber gehen, aber wenn er jetzt die Tür zumacht, geh voraus. Oder? Ja, klar, aber ich muss noch ein bisschen räuchern hier. Ich höre ihn! Wieso konnte ich die Tür wieder aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war ein Bug. Ich hab ihn. Hast du gehört? Hast du es gehört? Nein. Ich hatte. Nein? Gemacht. Echt? Ja, und zwar hinter mir. Ja. Hat's geholfen? Ich weiß es nicht. Ja, weißt du, hey, das war ja easy. Wenn er dir uns nicht geben will. Ja, das war easy. Wir sind Profis. Michael ist ein Geizhals. Geisterbox, Fingerabdruck, Geisterbuch. Gut. Okay, gut, dann drücke ich auf Go. Passt, okay, gut. Dann geh in. Guck mal, er macht da hinten eine Lightshow. Viel Spaß mit deinem dummen Fernseher! Hey, Vicky, der wollte ich doch nur sehen. Der hat doch immer nix gesagt. Ja! $100, geil. Vielleicht war das ja so eine Frage, so als: Wann bist du bei Jeremy's Next Topmodel? In der nächsten Staffel. Und dann next. In der nächsten Staffel bin ich dabei. Bei dir machen die Fotos Sinn, bei mir nicht. Bei mir hast du ein Foto von der Wand gemacht, ein Foto von der Kommode, ein Foto von der gelben Tasse. Oder ein Foto von nichts. Was? Ja. Setz dich, wir müssen reden. Wir müssen reden. Wir haben aber die Challenge geschafft, ne? Wir haben die Challenge geschafft. So, das war's mit einer weiteren Folge von Phasmophobia zusammen mit der phasmophantastischen Random Al. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wann das sein wird, keine Ahnung. Mein Uploadplan ist irgendwie, macht eigentlich sonntags. Aber das letzte Mal war es Montag und dann war es Dienstag. Keine Ahnung. Die Folgen kommen, wann sie kommen. Tschüss. Bye bye. Oh, du sagst tüdelü und schmeißt und ich fange und sag bye bye und schmeiß zurück. Tüdelü! Oh mein Gott, super gefangen. Das fliegt mir Gesicht direkt ins Gesicht. Ja, das fliegt mir direkt ins Gesicht. Ich hatte meine Hände nicht mal in der Tastatur. Okay, warte. Oh, das ist gefangen. So macht man das. Wie hast du das gemacht? Ich hab gespammt. Scheiße. Hab ich gefangen? Nein! Ich hab gespammt! Oh mein Gott. Okay, das war's. Ciao.